Ich bin Jörg Lange, Künstler aus Berlin. Ich bin Carsten Hensel, Künstler aus Potsdam und Berlin. Und wir haben uns zum ersten Mal als Duo zusammengefunden, um diese Arbeit Nebelhorn zu realisieren. Wie man sieht, sieht man nichts. Das wird sich geringfügig ändern. Es wird oben ein großer Trichter noch an den Mast angeflanscht. Und die Arbeit Nebelhorn ist dann, was den optischen Teil anbetrifft, fertig. Es wird aus diesem Trichter ein Lautsprecher angebaut und es wird ein Nebelhornton zu hören sein. Und darum geht es auch bei dieser Arbeit. Man soll nicht unbedingt etwas sehen, sondern hören. Also Lübben am Meer, es wird ein richtiger original Nebelhornton sein, wie man ihn aus maritimen Zusammenhängen kennt, von Küstenregionen. Und darum geht es bei dieser Arbeit. Das wird sehr laut sein. Es wird etwa bei 100, 120 Dezibel wird dieser Ton lang. Das ist in etwa so ein langes Flugzeug. Und ein bisschen lauter ist das schon. Aber der wird richtig nervend sein, der Ton. Die Wiedergabe wird viertelstündlich erfolgen und zwar 5 Sekunden lang. Also auch der Originallänge des Tones entsprechend. Und wenn man die Augen zuknallt, darum geht es eben in unserer Arbeit, das Kopfkino, hat man sofort den Ozeandampfer vor Augen oder Brandungswellen, auf jeden Fall Küste. Und das ist einfach für uns in unserer Arbeit. Genau, die Arbeit ist dialogisch entwickelt. Also das Nebelhorn in der Form, wie es jetzt dann am Samstag hier das erste Mal zu hören sein wird und auch natürlich so eine Anschauung sein wird. War mehreren unterschiedlichen, sag ich mal, Realisierungsphasen unterworfen. Also es gab da mehrere Aspekte. Wir haben jetzt für Samstag quasi einen synthetisch erzeugten Ton, also kein original generierten, sondern Soundkonserve, genau. Und auch unter dem Aspekt, dass diese Tonwiedergabe durchaus nervenden Charakter auch hat. Das ist, also diese Provokation ist Absicht vom Kurator und solche Töne wecken ja auch auf. Ne? Und das, und denke ich, ist auch im Rahmen der oder in Form der Provokation eigentlich ganz gut, weil natürlich sich dann auch Meinungen bilden, ne? und so eine Sache auch kontrovers diskutiert wird. Ne? Also da kann man nicht einfach dran vorbeifahren und sagen, finde ich gut oder nicht. Und wenn ich es nicht gut finde, verschließe ich die Augen. Hier kannst du dir auch die Ohren zuhalten und man merkt es trotzdem. Ne? Also Ton transportiert sich einfach anders als ein Bild. Und finde ich, das ist ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit und auch der von Carsten, dass man wirklich auch den Leuten mal was zumutet. Ne? Das bedeutet auch, dass man nicht unbedingt davor in Deckung gehen kann. Naja, das ist auch, wie gesagt, ein längerer Prozess gewesen. Wir haben mehrere Standorte ins Kalkül genommen. Wichtig war bei der ersten Begehung schon der Eindruck oder einen Ort für das Objekt zu finden, der jetzt nicht ganz diese gestaltete Lieblichkeit hat, wie der, wie jetzt sage ich mal, dieser Kernbereich, ja. Ja, sondern einen Ort zu finden, der entweder noch so eine ungestaltete Natürlichkeit hat, wie wir draußen bei der Jugendherberge oder draußen am Lenitzberg. Was uns jetzt hier an diesem Standort besonders interessiert hat, ursprünglich waren wir da vorne bei den beiden Treppen gewesen, die da vorne gegenüber liegen, war genau diese Schnittstelle zwischen Natur und Urbanisation. Das ist hier eine ganz spannende Angelegenheit. Und was auch von großem Interesse war, war halt der Standort jetzt von der Einrichtung des von der Insel, weil dort etwas stattfindet, was, also diese Schnittstelle, die virulent ist, wo man sich kümmern muss und um die sich eigentlich auch dieses Nebelhorn dann auch kümmern will.